Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In den Jahren von 1200 v. Chr. Bis 1150 v. Chr. Kam es im Mittelmeerraum zu gewaltigen Umwälzungen. Die großen Zivilisationen der Ägypter, Mykener, Hethiter, Assyrer, die davor für tausende Jahre diese Region dominierten, verschwanden innerhalb von nur wenigen Jahren komplett oder wurden zu einem Schatten ihrer selbst. Es folgte für hunderte Jahre ein dunkles Zeitalter, der internationale Handel kam zum Erliegen, zentrale Regierungen verschwanden, die Handwerkskunst wurde wieder primitiv und das geschriebene Wort wurde praktisch ausgelöscht. Warum es zum Kollaps der Bronzezeit kam, ist ein Mysterium, über das heute noch debattiert wird. In diesem Video möchte ich ein wenig auf Spurensuche gehen und nachvollziehen, was wir für heutige komplexe Systeme lernen können. Zu Beginn sollten wir uns kurz die Ausgangslage vor dem Kollaps ansehen. In den Gebieten des östlichen Nordafrikas, des Mittleren Ostens, Anatoliens und des heutigen Griechenlands sind um ca. 1200 v. Chr. Verschiedene Königreiche, Stadtstaaten und frühe Imperien entstanden. Ägypten war die Großmacht jener Zeit. Die Grenzen erstreckten sich entlang der mediterranen Küste über den Sinai bis Anatolien. Der Nil ermöglichte mit seinen regelmäßigen Überschwemmungen einen ertragreichen Ackerbau, indem man die Felder planbar düngen und bewässern konnte. Die Fähigkeit, eine große Bevölkerung zu ernähren, war eine der zentralen Voraussetzungen, um ein großes Handelsnetzwerk aufzubauen, eine zentralisierte Bürokratie zu schaffen, ein starkes Militär zu erhalten und eine komplexe Religion auszubilden. Zudem dient der Nil als wichtiger Kommunikations- und Transportweg zwischen allen großen ägyptischen Städten. Abseits des Nils verfügte Ägypten im Süden durch die Eroberung des Königreichs Kusch über große Goldvorkommen. Die zweite Großmacht dieser Zeit sind die Hethiter. Sie kontrollierten einen großen Teil des heutigen Anatoliens und Zyperns. Die Hethiter waren eine militärische Gesellschaft, die zwei der wichtigsten Rohstoffe der damaligen Zeit kontrollierten. Dies waren Zinn und Kupfer, die beiden Bestandteile, aus denen Bronze hergestellt wird. Kupfer hatten sie im Überfluss durch zypriotische Minen. Zinn konnten sie aus Europa und dem heutigen Afghanistan importieren. Um die Handelsrouten offen zu halten, war aber ein ständiges militärisches Ringen mit den Nachbarn nötig. Dies brachte sie auch in Konflikt mit den Ägyptern. Der älteste bekannte Friedensvertrag wurde zwischen diesen beiden kurz vor dem bronzezeitlichen Kollaps geschlossen. Wahrscheinlich, weil beide den Druck durch die Assyrer spürten. Diese drängten nach Westen, um Zugang zum Mittelmeer zu erhalten. Die Assyrer waren für ihre Textilien bekannt und bauten ein großes Handelsnetz in Anatolien auf. Die Gesellschaft war feudal strukturiert und wurde von einem König regiert. Der Tigris und der Euphrat boten ein fruchtbares Gebiet für eine ergiebige Landwirtschaft. Zum Schluss kommen wir noch zu den Mykenern. Diese sind die Urgriechen, die sich vom südlichen Griechenland bis nach Kreta ausbreiteten, wo sie die Minoer besiegt hatten. Sie hielten die Handelsnetzwerke am Laufen und stellten das antike Industriezentrum dar, welches Rohstoffe importierte und Fertigprodukte exportierte. Unter ihnen befanden sich auch viele Künstler. Nach den großen Zivilisationen sollten wir uns das Metall ansehen, dem diese Zeit seinen Namen verdankt. Bronze war das Erdöl jener Zeit. Aus Bronze wurden zum Beispiel Werkzeuge, Waffen oder Schmuck hergestellt. Auch wurden Zeugnisse gefunden, dass die Bronzebaren teilweise als Zahlungsmittel dienten. Keine der Zivilisationen hatte Bronze zur alleinigen Verfügung.
was zum Aufbau eines umfangreichen Handelsnetzwerkes führte, welches neben Bronze auch Lebensmittel und viele weitere Güter einschloss. Dieser internationale Handel im großen Stil berührte alle Lebensbereiche und ermöglichte einen hohen Lebensstandard sowie die Ausbildung einer komplexen Arbeitsteilung. Beides beförderte den Frieden und die Prosperität. Um die angesprochenen Entwicklungen besser verstehen zu können, schauen wir uns das Wechselspiel aus Technologien, sozialen Strukturen und politischen Entscheidungen am Beispiel von Ägypten etwas genauer an. Ägypten hatte als Regierungsform eine straffe zentralistische Hierarchie ausgebildet. An der Spitze stand der Pharao, absteigend gefolgt von den Priestern, Soldaten, Schreibern, Händlern, Handwerkern und Bauern. Die Ökonomie des Landes war als Planwirtschaft organisiert. Von der Herstellung von Olivenöl über den Bergbau bis zum Ackerbau wurden alle ökonomischen Prozesse von Regierungsvertretern geplant, erfasst und kontrolliert. In der Landwirtschaft bedeutete dies einen koordinierten Bau von Bewässerungsgräben und eine abgestimmte Bepflanzung der Felder. Dies sicherte die angesprochenen ertragreichen Ernten, welche eine Voraussetzung waren, dass sich Spezialisten wie Handwerker, Schreiber, Soldaten, Priester und Adelige ausbilden konnten. Diese Arbeitsteilung führte dann zur Generierung von noch mehr Wohlstand und war der Ausgangspunkt für technische und kulturelle Innovationen. Dies können wir am Beispiel von zwei Gruppen dieser Spezialisten, Soldaten und Schreiber, besonders gut sehen. Beginnen wir mit den Soldaten. Die wichtigste damalige Waffe war der Streitwagen. Alle großen Zivilisationen verfügten über diese Technologie. Ihr Einsatz war aber sehr kostenintensiv, da zum einen die Wagen laufend gewartet werden mussten und zum anderen die Soldaten ein jahrelanges Training durchlaufen mussten, um einsatzfähig zu sein. Die Schreiber waren für die Verwaltung des zuvor beschriebenen Wirtschaftssystems unentbehrlich. Auch ihr Einsatz setzte eine jahrelange Ausbildung voraus, welche kostenintensiv war. Beide Gruppen konnten durch die Bauern ernährt und den steigenden Wohlstand finanziert werden. Mit der Zunahme der Komplexität wurden die Politik, die Landwirtschaft und die Spezialisten immer ausdifferenzierter und dabei stärker miteinander verwoben. Das gesamte System wird dadurch paradoxerweise gleichzeitig leistungsfähiger und fragiler. Welche Gründe könnten nun für den bronzezeitlichen Kollaps verantwortlich sein? Eine frühe Theorie besagte, dass die Zerstörung auf ein mysteriöses Seevolk zurückzuführen sei, welches in ägyptischen Inschriften erwähnt wird. Dieses hat selbst keine Zeugnisse hinterlassen und ist nach dem Kollaps auch wieder verschwunden. Archäologen haben mittlerweile mindestens 9 verschiedene Gruppen ausgemacht, die beteiligt sein dürften. Manche glauben auch, das Seevolk könnte über den Vorteil von Eisenwaffen verfügt haben. Dies lässt sich aber archäologisch nicht untermauern. Ebenfalls steht noch im Raum, dass die eigenen Bevölkerungen revoltiert haben könnten. Die entscheidende Frage ist aber nun, war das Seevolk ein Symptom oder die Ursache des Kollapses? Unabhängig, ob es sich um interne oder externe Angreifer handelte, es bräuchte einen Grund, warum diese nach mehreren tausend Jahren einen Angriff riskiert haben sollten. Hinzu kommt, dass die Angreifer teilweise von den eigenen Familien begleitet wurden. Das Seevolk scheint also eher ein Symptom als die Ursache gewesen zu sein. Die Theorie war wahrscheinlich lange beliebt, weil sie das menschliche Bedürfnis nach einer einfachen mechanischen Lösung befriedigte. A passiert und es folgt B. Die Plünderer kommen und zerstören die große Zivilisation. Aber wie gesagt, waren sie sehr wahrscheinlich ein weiteres Symptom, das durch eine Schwäche der großen Zivilisation erst angezogen wurde.
Naturkatastrophen in Form von Erdbeben kommen ebenfalls in Frage. Viele der damaligen Städte lagen entlang von Erdbeben-Hotspots, welche den angestauten Druck alle 400 bis 500 Jahre in massiven Erdbebenwellen entladen. Viele Ruinen zeigen auch deutliche Spuren von Erdbebenschäden und keine Schäden, die durch eine Belagerung entstanden wären. Merkwürdig ist nur, dass die Menschen nach den Erdbeben nicht zurückgekehrt sind und alles wieder aufgebaut haben. Normalerweise kehren Menschen nämlich aus den Ausweichgebieten zurück, wenn sich alles beruhigt hat. Dies taten sie in diesem Fall nicht. Krankheiten sind ebenfalls eine Möglichkeit. Diese lassen sich im Moment noch nicht nachweisen, aber auch wenn sie nur schwer beweisbar sind, gilt es als wahrscheinlich, dass auch sie eine Folge aus den Umwälzungen waren. Bleibt noch als möglicher Auslöser eine Dürre. Eine Dürre lässt sich anhand der Funde am besten absichern. Eine Dürre könnte auch gut der Auslöser aller vorhergenannter Punkte sein. Dürre lässt Menschen auf Wanderschaft gehen, wodurch sie in Konflikt mit anderen Menschen geraten. Es kommt aufgrund der Versorgung zu Streitigkeiten. Eine schlechte Ernährung aufgrund von Ernteausfällen bedeutet mehr Krankheiten. Dies führt zu weniger Steuereinnahmen, wodurch man seine Armeen nicht mehr bezahlen kann, um Invasionen zurückzuschlagen. Ohne die nötigen Ressourcen können Städte nach einer Katastrophe nicht mehr aufgebaut werden, was zu Revolten der eigenen Bevölkerung führen kann, wenn diese ihr Vertrauen in die Anführer verlieren. Aber wenn es die Dürre war, warum haben die Menschen dann Jahrhunderte gebraucht, um sich zu erholen? Warum war die Zerstörung so komplett? Dies wird von Experten immer noch diskutiert. Eine Theorie, die in diesem Zusammenhang hilfreich sein könnte, ist die Theory of System Collapse von Joseph Tainter. Im Kern besagt sie, dass Gesellschaften ihre Komplexität erhöhen, um Probleme zu lösen. Um zum Beispiel die Hygiene zu verbessern, installiert man ein Abwassersystem. Die Lösung jedes Problems ist aber mit andauernden Kosten verbunden. So braucht es in diesem Zusammenhang jemanden, der das Abwassersystem funktionstüchtig hält. Wenn Gesellschaften demnach wachsen, erhöhen sich auch die Kosten ihrer Erhaltung. Unter normalen Umständen kann eine Gesellschaft alles gut stemmen, weil mit besseren Methoden, neuen Technologien oder Handelsbeziehungen auch die Effizienz gesteigert werden kann. Hinzu kommt, dass die Lösung eines Problems häufig Ressourcen freisetzen kann, um neue Probleme zu lösen. Einer komplexeren Gesellschaft stehen damit immer größere Ressourcen zur Verfügung, um auftretende Schwierigkeiten zu bewältigen. Das funktioniert so lange, bis sie diese eben nicht mehr bewältigen kann. Ein Kollaps kann dann auf zwei Arten eintreten. Erstens, bei einem langsamen Kollaps übersteigen die Kosten der Wartung des Systems irgendwann die Leistungsfähigkeit des Systems. Diese Gesellschaften können aber nicht einfach auf ein niedrigeres Level zurückfahren, weil dies noch größere Kosten verursachen würde, wenn bisherige Probleme nicht mehr gelöst werden würden. Dies kann man zum Beispiel im römischen Imperium beobachten. Die Römer haben immer weiter expandiert, um den inneren Frieden mit eroberten Gütern sicherzustellen. Irgendwann waren die Kosten zum Halten bzw. das Neuerobern von Gebieten teurer als der Nutzen, der damit generiert werden konnte. Die Römer konnten die Expansion aber nicht mehr einfach zurückfahren, weil der innere Frieden dann nicht mehr gewahrt werden hätte können. Nachdem sie dies in Verbindung mit äußerem Druck nicht auflösen konnten, ist der westliche Teil des Imperiums kollabiert. Zweitens. Wenn eine Serie von großen Problemen, Nahrungsknappheit, Krankheiten, Kriege, Katastrophen alle zum selben Zeitpunkt einschlagen und eine Gesellschaft komplex genug ist, dass es äußerst teuer wäre, sich um diese alle zur gleichen Zeit zu kümmern, hat die Gesellschaft keinen Plan B, da ihre sämtlichen Systeme zu sehr miteinander verzahnt sind. Sie können dann keines ihrer Systeme aufgeben, um Probleme in einem anderen Bereich zu lösen. Die Verzahnung wird dann eine Schwäche, die zum Kollaps führt. Diese zweite Variante dürfte wahrscheinlich beim bronzezeitlichen Kollaps eingetreten sein. Zum Beispiel könnte es zu einem schleichenden jährlichen Rückgang des Ernteertrags gekommen sein. Dies führte zur Verknappung von Nahrung, während es gleichzeitig zu einer Reihe von heftigen Erdbeben kam.
Die Reserven schwanden, es kam dann zu ersten Unruhen und das Seevolk startete erste Plünderungen. Dieses war vielleicht selbst auf der Flucht. Diese Entwicklungen schwächten den Handel, der langsam zum Erliegen kam. Chaos machte sich zunehmend breit und die internationalen diplomatischen Systeme, die die Stabilität so lange gewahrt hatten, wurden zurückgefahren. Alle schauten nur noch auf sich selbst. Die Heere der großen Zivilisation waren auf große Feldschlachten ausgelegt. In den vielen kleinen Kämpfen wurden die nur schwer ersetzbaren Truppen immer mehr aufgerieben. Die Plünderung nahm immer weiter zu, was die Nahrungsknappheit verschärfte und das Ausbrechen von Krankheiten begünstigte. Die Menschen begannen ins Landesinnere und in abgelegene Bergregionen zu fliehen. Am Ende brach der Handel und damit die komplexen Lieferketten für Nahrung, Waffen und Werkzeuge zusammen. Die zentralen Autoritäten fielen wie Dominosteine und mit ihnen die zuvor beschriebene Planwirtschaft inklusive organisierter Landwirtschaft. Nachdem es nichts mehr zu plündern gab, verschwand auch das Seevolk. Syrien und Ägypten waren nicht vollkommen gefallen, aber mit einer zerstörten Welt rundherum waren sie ebenfalls in Schwinden begriffen. Der Wiederaufbau würde hunderte Jahre benötigen. Wie gesagt, ist dies nur ein mögliches Szenario. Über den genauen Hergang wird von Experten bis heute debattiert. Es zeigt aber, wie die komplexen, ineinandergreifenden Systeme unter den vielen gleichzeitigen Problemen kollabiert sein könnten. In einem ersten Reflex könnte man nun sagen, wir sollten auf komplexe Systeme verzichten. Dies wäre aber kurzsichtig. Die Zivilisationen der Bronzezeit haben gerade aufgrund ihrer Komplexität die Errungenschaften erbracht, die uns heute faszinieren. Ohne diese Komplexität würden wir direkt im nachfolgenden dunklen Zeitalter landen. Der Kollaps ereilte die Zivilisation auch nicht, weil ein System plötzlich ausfiel, sondern weil es wahrscheinlich mehrere große Erschütterungen gleichzeitig gab. Ein primitiveres System wäre schon bei einer zusammengebrochen. Die Komplexität versetzte die Zivilisation in die Lage, eine stärkere Resilienz aufzubauen, zum Beispiel indem sie in den Jahren zuvor Kornreserven angelegt hatten. Komplexe Zivilisationen können mit einzelnen Schocks viel besser umgehen, können aber in Gefahr geraten, wenn mehrere große zugleich eintreten. Ähnlichkeiten von damals mit heute sind nicht zu übersehen. Wir sind ebenfalls mit Klimawandel, Katastrophen, Krankheiten und Terrorismus konfrontiert. Unser CO2-Ausstoß hat einen negativen Einfluss auf unser Klima. Die Lehman Brothers-Pleite hatte Einfluss auf den europäischen Arbeitsmarkt. Covid-19 legt gerade eine Diskussion über unsere relevanten Systeme offen. Konflikte in Krisengebieten führen zu Fluchtbewegungen. In den letzten 3000 Jahren sind unsere Systeme aber auch um einiges differenzierter und stabiler als die damalige geworden. Uns stehen mehr Ressourcen zur Verfügung. Wir können heute Schocks managen, die frühere Generationen nicht überstanden hätten. Unsere Systeme sind deshalb aber nicht immun und es besteht immer die Gefahr, dass wir selbst mehr Probleme generieren, als wir lösen können. Die angesprochenen Probleme sind global und müssen daher auch global gelöst werden, sowie unser Effizienzdenken nicht dazu führen sollte, dass wir alle Sicherungen abbauen oder in autoritäre Lösungen verfallen. Vielen Dank fürs Zusehen, über Anregungen würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal und don't forget to be awesome.